grüße ich alle am Vatertag mit dem Wort aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1. Da steht: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. In der Taufe sind wir alle durch Jesus Christus zu Kindern Gottes geworden. Wir stehen nun hier, lieber Gott, mit unseren Vorstellungen und Wünschen, unseren Gedanken und Sorgen. Öffne uns, Herr, für deine väterliche Liebe. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gedanken von Ferne, ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege, denn sieh, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Komm, lass uns anbeten.
Gott erbarmt sich unser. Gott verzeiht uns in Jesus Christus. So spricht der Psalmist. Gott handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergibt uns nicht nach unserer Missetat. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Aus Freude singen wir, Ehre sei Gott in der Höhe. Und Friede auf Erden, kommt den Menschen ein Wohlgefallen. Amen, Amen, Amen. Der Herr sei mit euch. Lieber Gott, am Vatertag kommen wir zu dir als deine Söhne und Töchter. Wir ehren dich als einen, der gütig ist und dessen Liebe niemals endet. Gieß deinen Geist immer neu aus über uns und befreie uns zur echten Menschlichkeit. Wir bitten dich, gib uns Kraft, Lust und gute Einfälle mit deinem Wort, damit wir deinen Auftrag an unsere Kinder gut erfüllen. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus. Amen. Geschenk der Gnade. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten dem Willen des Fleisches und der Sinn und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit aufgeweckt, auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Und damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat,
dass wir darin wandeln sollen. Jesus Christus spricht: Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren und danach handeln. Singen wir Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Zuhörer, im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Verse 11 bis 13, steht Folgendes: Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bietet, eine Schlange für den Fisch bietet? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür bietet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Liebe Zuhörer, ein unbekannter Autor schrieb: Lieber Vater, ich weiß genau, dass ich dich mag. Und nicht nur heute, am Vatertag, denn täglich kommt mir in den Sinn, dass ich mit dir so glücklich bin. Du magst mich auch und nimmst mich so, gerade wie ich bin. Das macht mich froh. Heute feiern wir Vatertag. Vatertag lässt uns das Besondere im Alltäglichen erkennen. Und genau das erleben wir auch in diesem Gottesdienst. Liebevoll wendet Gott sich uns zu. Er sieht uns an. Im Psalm 139 steht: Er erforscht uns und kennt uns. Er versteht unsere Gedanken von ferne. Gott, davon bin ich überzeugt, achtet, was wir Menschen tun und leisten. Gott vollendet, was bei uns Stückwerk bleibt. Er vergibt gütig und mit weitem Herzen, wo wir schuldig werden und aneinander scheitern. Gott sieht unseren Wert auch da, wo wir uns wertlos und überflüssig fühlen. Doch Gott schenkt uns keine Pflanze, die blüht, die welkt, die trocknet und vergeht. Gott schenkt uns seinen lebendigen Sohn. In ihm bringt Gott uns seine bedingungslose und unerschütterliche Liebe entgegen. Gott sieht uns nicht nur für einen Tag. Gott nimmt unser ganzes Leben in den Blick. Aber was bedeutet das überhaupt, sichtbar zu werden? Sichtbar werden, das bedeutet für mich zuallererst: Wie sehe ich mich eigentlich selbst? Wie sehe ich mich eigentlich selbst?
Bin ich das, was ich kann? Steckt mehr in mir, als ich zeige? Bin ich zufrieden mit dem Menschen, der tagtäglich meinen Namen trägt und der Welt mein Gesicht entgegenhält? Und da kommen die anderen ins Spiel. Niemand von uns lebt aus sich selbst heraus. Niemand lebt abgeschieden und allein. Wir sind verbunden mit den Menschen um uns herum, mit Vätern, Müttern, Verwandtschaft, Freunden, Kollegen, Nachbarn, Menschen, die einen Halt so kennen, die wissen, wer man ist. Und wie sehen mich diese Menschen um mich herum? Die Frage wird, und wie sehen mich diese Menschen um mich herum? Wie sehen mich die anderen? Sehne ich mich nach Lob und Anerkennung oder ist mein Selbstbewusstsein stark genug, dass ich frei und unabhängig vom Urteil anderer meinen Weg gehe und meine Ziele verfolge? Und wie ist das nun mit dem Sichtbarwerden vor Gott? Wie sieht mich Gott? Ich frage wieder, wie sieht mich Gott? Der Apostel Paulus schreibt im Korintherbrief, im Kapitel 13, Vers 12, ich werde erkennen, wie ich erkannt bin. Gott nimmt mich als Ganzes wahr, als Person mit Wünschen, Ängsten, Sehnsüchten, Hoffnungen, Träumen, mit Leistung und Versagung, mit Scheitern und Gelingen. In Gott finde ich Bestärkung, Ruhe, Kraft, Schutz, Mut, Antrieb und auch Anerkennung. In der Taufe sind wir alle durch Jesus Christus zu Kinder Gottes geworden. Intim und vertrauensvoll, eben wie die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, soll unser Verhältnis zu Gott sein. So jedenfalls stellt Jesus es uns vor Augen, wenn er gegenüber seinen Jüngern immer wieder betont, dass sie werden sollen wie Kinder. Für Jesus sind die Kinder unsere großen Vorbilder im Glauben. Und er will uns zurückführen in unsere Kindheit, uns einladen als Väter und Mütter zugleich, auch Kind zu sein. Die Psychologie lehrt uns, wie wichtig es ist, dass Kinder eine liebevolle Beziehung zu ihren Eltern haben. Was in den ersten Lebensmonaten und Jahren wächst, nennen sie Urvertrauen. Aus dem heraus, das Kind sich entwickeln und entfalten kann. Das Urvertrauen der Kindheit gibt später die Kraft und das Selbstbewusstsein, eigenständig und verantwortungsvoll zu handeln. Nur wer als Kind spürt, dass andere ihn lieben, dass er gut ist, auch wenn nicht immer alles auf Anhieb klappt, wer als Kind Bestärkung und Unterstützung erfahren hat, der kann diese Liebe weitergeben und in seinem Alltag
leben. Liebe Zuhörer, mit unserer Beziehung zu Gott ist es genauso. Nur, dass wir bei ihm lebenslang Kinder bleiben dürfen. Im Markus-Evangelium, welches bei der Taufe vorgelesen wird, sagt Jesus: Lass die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Liebe Zuhörer, unsere kindlichen Seiten dürfen vor Gott kommen. Das, was wir sonst verstecken wollen oder müssen, spielt bei Gott eine Rolle. Denn bei Gott geht es nicht darum, was von uns erwartet wird, sondern um das, was wir brauchen, um das, was uns auf der Seele liegt, um das, was unser tiefstes Inneres will und braucht. Jesus Christus ruft uns zu: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ja, Gott will in Jesus, in unserem Leben eine Rolle spielen, so wie es Eltern für ihre Kinder tun. Jesus Christus ist die liebende Zuwendung Gottes zu uns Menschen. Er ist für uns da, so wie ein guter Vater. Bei Gott dürfen wir Väter und auch Mütter so sein, wie wir eigentlich sind. Stark und schwach, erwachsen und unmündig, Eltern und Kinder zugleich. Darum beende ich: Lieber Gott, ich weiß genau, dass ich dich mag, und nicht nur heute, an diesem Tag, denn täglich kommt mir in den Sinn, dass ich mit dir so glücklich bin. Du magst mich auch und nimmst mich so, gerade wie ich bin. Das macht mich wirklich froh. Dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir.
denn ich zieh es aller Habe und den größten Reichtum für. Danke, Herr, für dein Wort, das uns erfreut und den Glauben stärkt. Schenke, dass es nicht nur gehört wurde, sondern dass es auch Frucht bringe. Wir bitten dies für alle Zuhörer, besonders aber für die Väter, deren Ehrentag wir heute gedenken. Hilf den arbeitslosen Vätern, dass sie nicht in Kummer und Sorgen verzagen, sondern im Glauben auf dich blicken und ihre Hoffnung ganz auf deine Hilfe setzen. Du bist ja unser Gott, der uns in Jesus Christus nahegekommen ist und uns immer wieder neu mit seiner Liebe umringt. Dafür wollen wir dir herzlich danken und dich auch weiterhin bitten. Herr unser Gott und Vater, wir bitten auch für die Väter, die in der Spannung zwischen Arbeit, Familie und vielleicht noch ehrenamtlichen Aufgaben oft verzagen oder ihren Aufgaben nicht mehr gerecht werden. Wir bitten für die, welche von ihren Familien getrennt sind oder auch im Altwerden sich nach ihren Angehörigen sehnen und sich fast verlassen vorkommen. Wir beten, Herr, für die Väter, die es heute aus wirtschaftlichen Gründen schwer finden, ihre Familie zu ernähren. Wir beten auch für alle Kranken, besonders in dieser Zeit der Pandemie und für diejenigen, die besondere Verantwortungen wegen ihrer medizinischen, seelsorgerlichen oder sonst helfenden Aufgaben übernommen haben. Für alle bitten wir herzinniglichst und im Glauben an deine Treue, dass du sie stärken und mit Zuversicht im Blick auf eine bessere Zukunft erfüllen mögest. Lass uns, o Gott und Vater, stets bereit sein zum Wohl unserer Familie, unserer Freundschaft, der Kirche und der Gesellschaft im Allgemeinen beizutragen, damit überall Freude, Hoffnung und Friede herrschen mögen. Wir beten im Namen unseres Herrn und Erlösers, Jesus Christus, der uns gelehrt hat, gemeinsam zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleib im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr heb sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.